Die wird einfach mal abgeschossen. Gott. Weil die eine Karawane jetzt, die kümmert mich nicht so sehr. Wir kriegen die dann noch durch und wir haben definitiv mehr als die Hälfte durchgekriegt. Okay, es kommen noch 2, 30 und 31. Die kriegen jetzt beide mal die volle Packung. The Lady of Vane herself has come forth to offer the deepest appreciation of all the kingdom. Now involved in our trade pact. She assures you that they have all signed the treaty and look forward to many years of a profitable trade beneath your powerful guidance. We are victorious, Your Majesty! Ja. Sehr gut. Your heroes have once again proven their worth, Majesty. Thanks to the fine job they've done protecting the neighboring kingdom's caravans, we've been offered a trade agreement. Quite lucrative, I might add. Soon the Ardanian heartlands will sample such fine delicacies as Yeti bladder oil and Arctic fungeweed. Way. Nein, danke. Was sagen die Statistiken? Well, wir haben mehr Gold. Müssen wir mehr Gold raus, als wir rein sind. Wir haben nur 4 Gebäude verloren. Und 5 Helden. Entschuldigung, weil ich gegen Ende die meisten einfach wiederbelebt habe. So, das heißt, wir haben bis auf die eine Advance Quest alle geschafft im Norden. Das ist die das Urban Renewal. Wir können da ja noch schnell reingucken, die letzten paar Minuten. Oh, how can I possibly tell our sovereign the news? Majesty, I have good news and bad. The good news is your uncle died. No, that won't do. Ahem, my liege, your late uncle has bequeathed you a town of sorts. Maybe more positive. It pleases me to inform you that you've been granted a tremendous opportunity. You can be the first Ardanian sovereign to give the word slum a good name. Well, that won't work either. It's no use. Majesty, look out the window. Rogues, elves, and debauchery as far as the eye can see. It's all yours, no thanks to your dead uncle. Think you can clean up that mess? Klar. Destroy all red guilds, elven launches and gambling halls. No rogue guilds or elven bungalows may be built. Ja. Your Majesty. Wir haben ein scheiß Problem. I serve with pleasure. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Yeah. Your Majesty, it appears that the rogues and elves who dwell in this Cobb Kingdom have made unclean alliances with the local goblin tribes. It is something to be wary of at the least. Also, many former peasants have neglected their duties in favor of visiting the local gambling halls. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, your marketplace now serves you better. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Your Highness, we've improved the guardhouse. So, ich regel mich hier erst einmal breiträumig ab. Your Highness, if our kingdom is to prosper, it needs more heroes. Your Majesty, a new building is complete. Okay.
Noch scheint ich ja etwas Ruhe zu haben. Und genau das hätte ich nicht sagen dürfen. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. Your Highness, we've improved the guardhouse. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Majesty, a new building is complete. Baut mir so schnell wie möglich die Warrior Guild. Ich brauche mindestens zwei Paladine. Your Highness, if our kingdom is to prosper, it needs more heroes. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Majesty, a new building is complete. Die greifen uns nicht an. Sovereign, a building has been upgraded. Tax collector. Wahrscheinlich muss ich erst eine Flagge setzen. Sovereign, a building has been upgraded. In the name of the sovereign. Tax collector. Will aber warten, bis ich erstmal The law of Doros is above all others. Your zweiten Paladin hab. The royal treasury is nearly empty. Und dann brauche ich noch dringend eine Ranger-Gilde. Also noch greifen sie mich nicht an, was ich gut finde. Jetzt greifen sie mich an. Ich kann die Sewer Entrances angreifen. I serve with pleasure. Not in the cards. Paid off. Victory is not in the cards. Victory is not in the cards. Refreshing. Victory is not in the cards. Also ja, es ist echt klar, dass meine Paladine hier die meiste Arbeit erledigen werden. Und ganz ehrlich, das hier war jetzt... Victory is not in the cards. Majesty, the palace is under siege. I serve with pleasure. Oh, sie haben mein Guardhaus hier eingerissen. Okay. Ich darf mich auf jeden Fall nicht so übertreiben mit der Guardhouse-Linie. Ich muss die auch ein bisschen in die anderen Richtungen bauen. In the name of the sovereign. Victory is not in the cards. Halt! Refreshing. I'm out of here. Tax collector. Refreshing. Aber es ist schon komisch, dass sie meine Dings angreifen. Meine Victory is not in the cards. Tax collector. Refreshing. Not in the cards.
Wachtürme. Victory is not in the cards. Praise Doros! Your Highness, we've improved the guardhouse! Victory is not in the cards. Also ja, ich brauche auf jeden Fall auch am Anfang eine Ranger-Skilde. Und zwei Ranger, die für mich erkunden gehen. Victory is not in the cards. My home, in the name of the Sovereign! Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty! Energies of light! Im Augenblick holen meine Paladine das ziemlich gut, was ich hier mache. You won't get mine. I deem your mandate just. Not in the cards. Wichtig ist halt, dass ich gucke, dass ich die Elfengilden erstmal loswerde, weil die Rogue-Guilds, die scheinen nicht ganz so gefährlich zu sein. Ja, aber das hier habe ich. Praise Doros! Not in the cards. Oh Gott, da kommt ein Goblin Raid. Die Goblins, die habe ich auch ganz vergessen. The unholy victory is not in the cards. Hold your majesty. Praise Doros! Victory is not in the cards. Okay, ich sollte das nächste Mal gucken, dass ich mich erstmal nur um Helden kümmere. Weil die Gegner, die können ja nichts aufleveln, solange ich nicht meinen Marktplatz und so weiter verbessere. Und die scheinen ja Zeit zu haben, weil sie am Anfang nicht aggressiv sind. Das heißt, ich kann schön meine Paladine und meine Ranger hochziehen und auch meine Doros truppen. Kann währenddessen erkunden, wo die Elfen-Launches und die Goblin-Camps sind. Das sind nämlich eigentlich die Hauptprobleme, die ich habe. Kann auch einen Agrella-Tempel bauen, um mich gegenheilen zu können. Energies of light! Evil has won. Ja, okay, das ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn. Energies of light! Not in the cards. Das habe ich nämlich einen meiner Paladine verloren. Victory is not in the cards. In the name of the Sovereign! Victory is not in the cards. At all. In the name of the Sovereign! Refreshing! I deem your mandate just. Ich habe aber immer noch zwei Paladine. Hier oben sind noch mehr Elfen-Bongalos. Aber so wie es aussieht, bin ich den Raid von den Goblins losgeworden. I serve with pleasure. Victory is not in the cards. Energies of light! Ich glaube das nicht. Die töten sich ja selber. Die töten sich tatsächlich selber. My ambition has paid off. I'm out of here. In the name of the Sovereign! I'm out of here. Victory is not in the cards. Halt! Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. Halt! Yeah, good. Return to main menu. Wie gesagt, das nächste Mal baue ich mich etwas mehr auf, baue mich auch in Ruhe auf. Und wenn ich 4 Paladine habe und Ranger und alles erkundet habe, dann zerstöre ich erstmal die Elfenbungalows. Und dann die anderen Sachen. Also dann erst die Elfen, dann die Goblins und danach die
Rogue-Gilden, weil die Rogue-Gilden, die sind am schwächsten. Vor allem gegen meine Paladine haben die keine Chance. Gut, aber hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Also, bis nachher.